Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Diese Sendung ist eine Sondersendung in Kooperation mit KAGA und dem morgigen Weltflüchtlingstag gewidmet. KAGA ist ein bei uns auf dem Gelände ansässiger Verein, ein interkultureller Verein, der seit über 30 Jahren Menschen beim Ankommen unterstützt. Für heute haben sie uns ein tolles Programm vorbereitet. Katrin wird im Gespräch mit Mitarbeiterinnen von KAGA über die aktuelle Situation Geflüchteter hier und an den griechischen Grenzen berichten. Wir zeigen euch einen Kurzfilm über die Ausstellung Ankommen im neuen Leben des internationalen Frauentreffs La Rosa. Die junge Autorin Ilona Becirai wird uns aus ihrem Erstwerk vorlesen und der zweiten Generation eine Stimme geben. Zur musikalischen Untermalung durften wir das Duo Einklang aus Hannover zu uns ins Studio einladen. Und als Ausklang wird es dann ein lateinamerikanisches DJ-Set mit DJ Achisero geben. Katrin, du leitest den Bereich für Öffentlichkeit und Kultur bei KAGA. Was ist denn das Besondere an eurem Angebot? Ja, also erst einmal freue ich mich sehr, heute Abend hier unser Programm zum Weltflüchtlingstag präsentieren zu können, weil natürlich gerade jetzt besonders wichtig ist, auf die Situation von den Geflüchteten auch an den Außengrenzen aufmerksam zu machen. Das Besondere an dem Angebot von KAGA ist, dass wir Menschen beim Ankommen hier in Hannover in allen möglichen Lebensbereichen unterstützen. Das heißt, wir unterstützen die soziale, kulturelle, politische Teilhabe hier. Wir haben einmal den Bildungs- und Qualifizierungsbereich mit vielfältigen Deutschkursen und Angeboten für Frauen. Wir haben den Beratungsbereich mit dem Flüchtlingsbüro, der Swana Frauenberatung und dem Krisentelefon gegen Zwangsheirat und den Bereich Kultur und Begegnung. Besonders ist auch die Mehrsprachigkeit. Das heißt, wir bieten Beratungen in vielen Muttersprachen an und machen Veranstaltungen in verschiedenen Sprachen, wie mehrsprachige Open Mics zum Beispiel. Von Anfang an ist der Empowerment-Gedanke auch wichtig bei KAGA. Der Verein wurde ja vor über 30 Jahren von Exil-Iranerinnen und Iranern gegründet. Und die Unterstützung von Selbstorganisation ist immer noch ein wichtiger Ansatz bei uns. Dazu ist KAGA eben auch ein wichtiger Begegnungsort für Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte hier in Hannover. Danke schon mal für die tolle Auskunft. Stichwort Unterstützung. Ihr seid ja selber auf viel Ehrenamt und Unterstützung angewiesen. Heute möchtet ihr aber unsere Zuschauer dazu aufrufen, ein weiteres tolles Projekt zu unterstützen. Magst du einmal kurz sagen, was das ist? Genau. Wir haben anlässlich des Weltflüchtlingstags ein Projekt rausgesucht und bitten euch, das zu unterstützen. Und zwar die Initiative Solidaritätsbox der Schwesternschaft. Das ist eine Initiative vom Women in Solidarity House, einem feministisch-antirassistischen Kollektiv, was auf Lesbos aktiv ist und jetzt Spenden sammelt direkt für den Kauf von Medikamenten, Hygieneprodukten und Nahrungsmitteln. Sehr unterstützenswertes Projekt. Also, wenn ihr als Zuschauer ein paar Euro auf das Konto dieser Organisation spenden möchtet, es wird jetzt eingeblendet. Wenn euch das jetzt nicht reicht und ihr nicht schnell genug mitschreiben könnt, könnt ihr auch jederzeit gerne uns anschreiben. Wir schicken gerne mehr Infos oder schicken die Kontodaten nochmal. Bevor es jetzt mit dem Programm weitergeht, möchte ich aber noch auf eine wichtige Veranstaltung aufmerksam machen. Morgen wird es ab 14 Uhr in der Marktkirche Hannover eine Andacht zum Gedenken an die weltweiten Opfer der Flucht geben. Geht hin, teilt es oder sagt es weiter. So, Katrin hat sich jetzt schon in die Talk-Ecke begeben und wird jetzt mit ihren beiden Kolleginnen Friederike Vorweg und Joanna Stehweil über ihre Arbeit bei KAGA sprechen. Ja, herzlich willkommen, Friederike und Joanna. Ihr arbeitet ja beide im Flüchtlingsbüro von KAGA
Und bevor wir jetzt gleich über eure Arbeit und über die Situation von Geflüchteten sprechen, schauen wir uns kurz einen Filmclip an, den wir vorbereitet haben, der einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten von der Weltetage zeigt. Der kleine Film hat uns schon mal einen kleinen Einblick in die Räumlichkeiten gegeben. Könnt ihr kurz vorstellen, was genau die Inhalte eures Beratungsangebots bei KAGA sind? Ja, also es ist sehr, sehr vielfältig. Also wie du am Anfang bereits gesagt hast, wir haben zwei Beratungsbereiche, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen haben wir den Bereich SOANA. SOANA ist vor allem für Migranten da, die von Gewalt betroffen sind oder Gefahr laufen, zwangsverheiratet zu werden oder sich bereits in der Zwangsverheiratung befinden. Und dann haben wir noch das Flüchtlingsbüro, wo Friederike und ich angestellt sind. Dort beraten wir geflüchtete Menschen oder auch andere Migrantinnen rund ums Aufenthaltsrecht und Sozialrecht. Man kann, um es mal ganz kurz ein bisschen zu beschreiben, damit ihr eine Vorstellung habt, sagen, wir beraten ungefähr 4 Personengruppen. Also zum einen Menschen, die sich noch im Asylverfahren befinden. Dort begleiten wir vom Anfang bis hin zum Ende, unterstützen dort. Dann auch Menschen, die das Asylverfahren bereits durchlaufen haben, zum Beispiel positiv durchlaufen haben und eine zum Beispiel Flüchtlingsanerkennung bekommen haben. Da unterstützen wir rund um die sogenannte Integration, also zum Beispiel um Fragen, Anerkennung von Bildungsabschlüssen hier in Deutschland oder Weiterqualifizierung oder auch Familiennachzug. Ne? Dann gibt es noch die Gruppe von Menschen, die leider keinen Aufenthaltstitel hier in Deutschland haben, die beispielsweise ein negatives Asylverfahren durchlaufen haben, die aber aus den unterschiedlichsten Gründen nicht ausreisen können. Ne? Das sind zum Beispiel Menschen, die eine schwere Krankheit haben und nicht in die Heimat dadurch können. Oder auch Menschen, die sich in einer Ausbildung befinden und eine Ausbildungsduldung bekommen haben deshalb. Da unterstützen wir, schauen wir, ob man nicht vielleicht doch noch eine Verbesserung der Situation bekommen kann, also entspricht von der Duldung weg hin zu einem gefestigten Aufenthalt, weil diese Menschen ja immer noch, man sagt dazu, vollziehbar ausreisepflichtig sind. Ne? Dann gibt es natürlich Menschen, die eine Duldung haben, die sehr prekär sind, die zum Beispiel ein Arbeitsverbot haben, die keinerlei Arbeit aufnehmen dürfen. Da schauen wir, weil diese Menschen sehr darunter leiden, ob es nicht Möglichkeiten gibt, aus diesem Arbeitsverbot herauszukommen. Und naja, und die dritte Gruppe, die vierte Gruppe sind Menschen, die wir auch unterstützen. Das sind Menschen, die ohne jegliche Aufenthaltspapiere hier in Deutschland leben, die nirgendwo gemeldet sind,
die dadurch nicht auftauchen, die vor allen Dingen sich dann an uns wenden, wenn sie akut in Not geraten sind. Ne? Beispielsweise, wenn es um die medizinische Versorgung geht. Da schauen wir erstmal, dass man diesen Menschen akut helfen kann, plus ob man nicht vielleicht doch noch den Aufenthalt legalisieren kann. Und das ist so mal ein kurzer Abriss des bunten Blumenstraußes von Dingen, die wir da so bearbeiten. Also das zeigt ja auf jeden Fall schon mal, dass ihr ein ziemlich wichtiger Ansprechpartner für eine relativ breite Personengruppe auch seid. Mhm. Wie sieht denn die Situation seit Corona aus, also in eurer Arbeit? Was hat das für Auswirkungen auf eure Arbeit? Genau, also wie man auch schon in dem Einspieler sehen kann, ist da die aktuelle Corona-Situation gezeigt worden. Der Empfangsbereich ist ein bisschen abgeriegelt, jetzt mit Plexiglas und dem Vorsteller. Normalerweise versuchen wir den Ratsuchenden eigentlich einen ganz niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen, indem sie einfach kommen können, ihre Briefe zeigen können, wir auch vor Ort im Empfang auch immer gleich eine Sprachmittlung haben, Arabisch, Persisch und diverse andere Sprachen, sodass es sofort einen Kontakt gibt, einen persönlichen Kontakt. Und der ist natürlich jetzt erstmal weggebrochen, weil wir natürlich auch unsere persönliche Beratung einstellen mussten und erstmal auf telefonische Beratung umswitchen mussten. Genau, das hat natürlich einige Folgen, vor allen Dingen da die telefonische Beratung oder überhaupt zum Hörer zu greifen und anzurufen für viele eine große Hürde darstellt, da viele Angst haben, sich nicht verständigen zu können oder dass wir sie nicht verstehen. Wir haben uns da natürlich bemüht, dann entsprechend auch die Menschen an die muttersprachliche Beraterin anzubinden oder eben mit Sprachmittlungen die Beratung durchzuführen am Telefon. Das ist natürlich alles ein bisschen aufwendiger, als wenn man dies direkt vor Ort am Empfang lösen kann. Ja. Genau, und was hat sich noch verändert? Genau, vor allen Dingen hat sich auch verändert, dass gerade Frauen, die ganz viel Care-Arbeit zu Hause leisten, die sind natürlich nicht mehr gekommen. Auch viele alleinerziehende Frauen, und das Problem haben wir jetzt noch, da die Kinderbetreuung ja immer noch nicht für alle Kinder da ist, dass die eben auch aus der Beratung, also dass sie unsichtbarer werden. Und das betrifft vor allen Dingen auch Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Die konnten sich gerade in der Corona-Zeit, als die Männer eben zu Hause waren und rund um die Uhr da waren, weil sie eben nicht einer Arbeit nachgehen konnten, konnten sich nicht an die Beratungsstellen wenden. Und das merken wir jetzt auch, dass es durch die Lockerungen da auch wieder Veränderungen gibt. Genau. Ja. Und habt ihr einen Einblick, wie die Situation für Menschen auf der Flucht derzeit ist? Genau. Also Einblick haben wir vor allen Dingen durch die Beratung, aber da wird Joanna gleich nochmal vielleicht auch was mehr dazu sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass gerade aufgrund der Grenzschließung kaum Asylanträge in Deutschland gestellt werden. Also die Menschen kommen gar nicht bis nach Deutschland. Und das war auch schon die Situation vor Corona, dass die europäischen Länder natürlich an den Außengrenzen alles versuchen, um die Menschen daran zu hindern, europäisches Festland zu betreten. Und dass quasi der Zugang eigentlich zu einem fairen Asylverfahren immer mehr versucht wird, abzuwehren. Das passiert dadurch, dass man aktiv auch die griechischen oder die italienischen Küstenwachen versuchen, die Boote, die über das Mittelmeer ankommen, zu verhindern, dass die ankommen. Also die stoppen die, das passiert auch unter Gewaltanwendung. Und dann wird gewartet, dass zum Beispiel die libysche Küstenwache kommt oder die türkische Küstenwache und die Leute zurück in die Länder nach Libyen und die Türkei bringt. Es gibt eigentlich ein sogenanntes Refoulement-Verbot. Das ist verankert in der Genfer Flüchtlingskonvention unter anderem. Das besagt eigentlich, dass Menschen nicht zurückgeschoben werden dürfen in Länder, in denen ihnen Folter oder menschenunwürdige Bedingungen drohen. Das wird dort aktiv missachtet in den sogenannten Pushbacks. Und auch, es war jetzt auch viel in den Medien, haben die griechischen Grenzbeamten versucht, die Menschen auch auf dem Festland zurück auf die türkischen Grenzen zu drängen und das eben auch unter Anwendung von massivster Gewalt, ohne den Menschen eben zu ermöglichen, überhaupt ein Asylverfahren zu durchlaufen beziehungsweise ihre Asylgründe vorzutragen. Das ist natürlich menschenrechtsverletzend und da machen sich nicht nur Griechenland und Italien schuldig, da macht sich ganz Europa schuldig, weil man natürlich das sieht und einfach zuguckt und zulässt. Genau, und wenn die Menschen dann es schaffen, einmal das Festland zu betreten, dann landen sie oft in den sogenannten Hotspots, zum Beispiel auf den
auf Lesbos, in Moria, das ist jetzt sehr viel in den Medien gewesen, aber auch in anderen Lagern, in Süditalien und auf anderen griechischen Inseln. Und die Zustände sind dann natürlich katastrophal. Also es gibt halt nicht ausreichend medizinische Versorgung, die Lager sind überfüllt. Es gibt kaum Zugang zu wirklich sauberem Trinkwasser und die Menschen sind eben auch viele krank. Sind da Schwangere dabei, also viele vulnerable Personen, schwerst Kranke, die eigentlich versorgt werden müssen, minderjährige Kinder, die unbegleitet sind und so weiter. Da gab es jetzt viele Aktionen dazu, also unter anderem auch die Leave No One Behind Kampagne, wo man eben versucht hat, auf diese Zustände aufmerksam zu machen und das ist auch gelungen insoweit, dass man jetzt Deutschland sich durchgerungen hat, 47 minderjährige unbegleitete Kinder aufzunehmen und 400 sollen folgen. Aber das ist natürlich angesichts der Lage in den, an den Außengrenzen erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Berichten euch Menschen in der Beratung auch von der Situation an den Grenzen, die dort Angehörige haben? Ja, also ich kann da mal ganz konkret sagen, also ich finde es immer spannend, wenn man einfach mal so einen Einzelfall schildert, um einfach mal zu gucken, worum geht es eigentlich. Also ich habe bei mir beispielsweise eine Frau in der Beratung, die wir seit 2015 beim Familiennachzugsverfahren unterstützen, also seit 5 Jahren, die versucht, ihre Kinder nach Deutschland zu holen. Jetzt hat es seit ein paar Monaten haben sie endlich das Visum bekommen, das Familiennachzugsvisum. Und dann waren die Grenzen aufgrund von Corona dicht. Ne? Und die sitzen jetzt in Kenia fest an der Grenze und können jetzt erstmal nicht kommen. Wir wissen nicht, wann sie kommen können. Und das Problem ist dann auch noch, dass die erteilten Visa auch noch nur 3 Monate gültig sind. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht. Es gibt keine verallgemeinte Regelung, was mit diesen Menschen denn passiert. Weil eigentlich ist die Regelung, man muss danach erneut einen Visumsantrag stellen. Und normalerweise ist Wartezeit über 1 Jahr, bis man überhaupt vorsprechen darf. Also ich bin da schon sehr erschrocken drüber. Also Deutschland hat ja die deutschen Urlauber ohne Probleme zurückgeholt, aber die anderen Menschen, die irgendwie festsitzen mit Visum in der Tasche oder Aufenthaltstitel in der Tasche, die werden nicht zurückgeholt und sind in prekärsten Lagen, wie Friederike schon berichtete, ohne Versorgung, teilweise in Ländern, wo Corona auch langsam ankommt. Es ist schon sehr dramatisch und das Schlimmste ist auch diese mangelnde Information. Also man kann den Menschen auch gar nicht richtig was raten, weil es keine Regelungen gibt. Es wird nicht gesagt, in Ordnung, für euch gibt es einen Sondertermin oder so. Gar nicht, es ist da kein Rankommen. Und das ist schon sehr dramatisch, zumal auch Fristen ablaufen. Manche Menschen, es gibt bestimmte Fristen, wenn jemand zum Beispiel 18 wird, dann hat er eventuell auch kein Anrecht mehr zu kommen zu seiner Mutter. Also solche Geschichten, das ist schon nicht schön. Und welche weiteren Folgen hat Corona darüber hinaus für Menschen, die hier bereits angekommen sind? Ja, also die Probleme oder die Folgen, die können wir hier natürlich jetzt nicht alle benennen, das ist eine ganze Reihe. Fakt ist, dass die Menschen, die jetzt sowieso auch vor Corona in prekären Lebensverhältnissen gelebt haben und auch vulnerabel sind, dass deren Probleme oder deren Prekarität sichtbar wird für viele, was vorher vielleicht auch weniger interessiert hat, beziehungsweise weniger sichtbar war. Und dazu zählen zum Beispiel Menschen oder Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften leben und in der Erstaufnahmeeinrichtung. Also in der Erstaufnahmeeinrichtung sind die Menschen ja auf den Mehrbettzimmern untergebracht. In den Gemeinschaftsunterkünften müssen sich Küchen geteilt werden. Die leben dort auf beengtem Raum und können quasi diese ganzen Distanzregeln und Hygieneregeln gar nicht einhalten. Und die fühlen sich natürlich auch alleingelassen dort in den Gemeinschaftsunterkünften, weil sie denken, warum ist mein Leben eigentlich nicht schutzwürdig? Es leben da auch viele Menschen, die zur Risikogruppe gehören. Und das scheint okay zu sein. Also die Lager werden ja oder die Gemeinschaftsunterkünfte wurden jetzt nicht evakuiert. Im Gegenteil, man hat zum Beispiel, als dort Corona in einigen Unterkünften ausbrach, die Gemeinschaftsunterkünfte unter Quarantäne gesetzt. Und hat gesagt, ihr dürft jetzt die Unterkünfte nicht mehr verlassen. Und dann waren die Leute dort eingesperrt und haben sich natürlich auch wieder weiter angesteckt. Und das hatte so Kettenquarantänen zur Folge. Was bedeutet, dass die Menschen nicht nur 2 Wochen unter Quarantäne standen, eben mehrere Wochen. Und wenn man eben schon psychisch belastet, traumatisiert ist
aufgrund auch der Verhältnisse und dann noch eingesperrt wird, das macht es natürlich alles noch viel schlimmer. Ne? Genau. Ja, man sieht, dass diese Menschen, die jetzt vor allem Hilfe brauchen, ziemlich aus dem Blick geraten sind. Wo seht ihr denn gerade die Politik gefordert? Ja, also da gibt es, wie Friederike schon angekündigt hatte, viele Dinge, die wir da sehen, aber es wurden halt deutlich die Dinge, die vorher schon schlecht gelaufen sind, die müssen jetzt einfach muss eine Kehrtwende gemacht werden. Also beispielsweise, das knüpft ein bisschen zu der Frage an, die du vorher gestellt hast, mit was läuft gerade schlecht. Kinder und Jugendliche beispielsweise jetzt gerade in den Gemeinschaftsunterkünften, ne, die noch nicht so lange in Deutschland sind, die sowieso schon per se benachteiligt sind in der Schule, weil sie ja erstmal auch Deutsch lernen müssen. Die sind beispielsweise vom sogenannten Homeschooling besonders betroffen. Weil man muss sich vorstellen, in der Gemeinschaftsunterkunft bis jetzt ist es in keinster Weise gegeben, dass es dort Internet gibt. Und bei Corona war es jetzt zum Beispiel so, dass die sogar die Sozialarbeiter auf eine Stelle runtergefahren haben aus Schutzgründen. Und da sind teilweise nur eine Sozialarbeiterin vor Ort für alle. Und die Kinder sollten dann trotzdem dort Homeschooling machen, ne? Ohne Internetzugang, ohne Person, die denen hilft und so weiter. Und deswegen ist natürlich unter anderem unsere Forderung, was jetzt langsam umgesetzt wird, aber noch lange nicht abschließend ist, dass zum Beispiel auch WLAN in den Unterkünften reinkommt. Und auch, dass man Benachteiligte, egal welcher Gruppe, Jugendliche und Kinder, nicht aus den Augen verliert. Das ist unglaublich wichtig, ne? Genau. Also viele haben ja auch jetzt durch Corona ihren Job verloren. Mhm. Und für viele Menschen hängt mit dem Jobverlust eben auch der Aufenthalt dran. Ne? Also der Aufenthalt oder beziehungsweise die eigenständige Lebensunterhaltssicherung ist eine Voraussetzung dafür, dass man einen Aufenthalt hier bekommen kann. Und jetzt haben natürlich viele Angst, durch den Jobverlust den Aufenthalt zu verlieren oder dass der überhaupt nicht erteilt wird oder verkürzt wird und dass sie dadurch abgeschoben werden. Wir haben deswegen auch einen Erlass an den, oder einen offenen Brief, kein Erlass, wir fordern Erlass. Wir haben einen offenen Brief an den niedersächsischen Innenminister bzw. das Innenministerium gerichtet, dass es hier eine Rechtssicherheit für die Betroffenen braucht und dass es einfach einen Erlass braucht, wo den Menschen zugesichert wird, dass sie jetzt ihren Aufenthalt nicht verlieren, nur weil sie ihren Job verlieren. Ne? Und dass ihnen mindestens bis Ende des Jahres Zeit gegeben wird, auch wieder einen neuen Job zu finden und damit ihren Aufenthalt zu sichern. Und auch zum Thema medizinische Versorgung. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, was auch bei Corona uns erstmal hoffentlich mal wieder wachgerüttelt hat. Also bis jetzt ist es so, dass in der Regel Menschen, die sich zum Beispiel noch im Asylverfahren befinden, die können nicht einfach zum Arzt gehen, wenn sie krank sind. Ne? Sie müssen zum Sozialamt gehen, in die Straßenbahn einsteigen, quer durch die ganze Stadt fahren, um dann zum Sozialamt zu gehen und sich dort einen Krankenschein zu holen. Und damit geht man dann zum Arzt. Dass das sowohl verwaltungstechnisch als auch menschlich absolut eigentlich unangebracht ist, ist eigentlich offensichtlich. Und das finde ich gerade zu Corona-Zeiten hat nochmal gezeigt, dass es auch für die Allgemeinheit eigentlich nicht sein kann, dass man solche Menschen zwingt, nochmal durch die Stadt zu pendeln, um endlich einen Krankenschein zu kriegen. Und da fordern wir, also in Hannover ist es jetzt zum Beispiel so, dass es schon seit 2 Jahren der Stadtrat beschlossen hat, dass eine sogenannte Gesundheitskarte eingeführt werden soll. Das bedeutet, dass diese Menschen eine Karte bekommen, zwar nicht mit den umfänglichen Leistungen, aber immerhin könnten Sie damit denn direkt zum Arzt gehen? Und das ist natürlich für alle Beteiligten besser. Und das gibt es immer noch nicht, obwohl es schon beschlossen wurde. Und da finde ich, gerade durch Corona hat uns gezeigt, dass das wirklich ein allgemeines Interesse ist. Und da müssen wir noch mehr Druck einfach machen. Ne? Ja. Ja, ich hoffe, die Politik hört auch zu und handelt dann auch dementsprechend. Danke euch beiden erstmal für das interessante Gespräch und für eure wichtige Arbeit, die ihr macht. Ich gebe jetzt wieder ab an Luna. Ja, danke Katrin. Ich möchte euch ganz passend dazu ein weiteres tolles Projekt vorstellen. Im Rahmen der Ausstellung Ankommen im neuen Leben erzählen migrierte und geflohene Frauen in persönlichen Bildern und Texten von ihren Gewinnen und Verlusten durch ihre Migration. Das Ganze wurde ausgestellt im Rahmen des Internationalen Frauentages am 8. März bei Kaga vom Internationalen Frauentreff La Rosa. Damit ihr euch die Ausstellung trotz Corona anschauen könnt, haben unsere Kollegen von Welt in Hannover sie gemeinsam mit Martin Tönnies in ein Video verfrachtet. Und das schauen wir uns jetzt an, zumindest Part 1. Viel Spaß damit.
Das Symbol für mein neues Leben ist für mich der Fall der Berliner Mauer, die Öffnung der Grenzen. Ich komme aus einem System, wo alles in einem Kreis war, in einem Rahmen. Das bedeutet, dass man Grenzen nicht überschreiten durfte. Meinungsäußerung, Denken und Sprechen über diesen Rahmen hinaus waren verboten. Ich bin ein Kind dieses Systems. Das ganze System ist ein Symbol für mein altes Leben. Ich gehörte der türkischen Minderheit in Bulgarien an. Unabhängig vom Geschlecht zählte man als Mensch zweiter Klasse. Deswegen war es zunächst schwierig für mich, mich frei zu fühlen, als ich herkam. Ich habe viele Jahre dafür gebraucht. Zuerst habe ich gedacht, ich verliere alles, was ich bis zu diesem Zeitraum erlebt habe. Freundinnen in der Heimat, Verwandtschaft und Bekanntschaften. Meiste Kontakte sind über die Zeit verloren gegangen. Was habe ich hier bekommen? Alles Neue, neue Freundinnen, die wie Verwandte geworden sind. Ich habe Menschlichkeit und Freundlichkeit in Deutschland gesehen. Das habe ich gewonnen. Und hier habe ich erfahren, was es bedeutet, Mensch zu sein. Das Größte und Schönste, was ich bekommen habe, was alles in meinem Leben verändert hat, ist mein Kind. Er gibt mir die Energie, alles zu schaffen. Wenn ich schlafen gehe, habe ich die Gewissheit, dass ich und mein Kind sicher sind. Die größte Schwierigkeit hatte ich beim Erlernen der deutschen Sprache. Schwer war es mit dem Kind als Alleinerziehende. Die Bürokratie fällt mir immer noch schwer. Meine erste Wohnung, als ich noch im Dorf lebte, war wie ein Jugendzentrum. Da ich die erste war, die nicht mehr bei ihren Eltern lebte, waren immer viele Freundinnen bei mir und es kam kaum vor, dass ich dort alleine war. Im Gegenteil, es waren oft schon Leute bei mir zu Hause, wenn ich dort ankam. Der Einfachheit halber hing mein Haustürschlüssel oft draußen an der Tür, sodass die, die zuerst da waren, nicht draußen warten mussten. In der Stadt war es dann vollkommen neu für mich, dass Freundinnen vorher anriefen und fragten, ob ich da bin. Jetzt habe ich einen komplett anderen Bezug zu meiner Wohnung. Nun ist meine Wohnung ein schützenswerter Ort für mich. Ich habe jetzt eine wertschätzendere Haltung meinem Lebensraum gegenüber gewonnen. Ich hatte schon immer mehr männliche und weniger weibliche Freundinnen. Das ist auch so geblieben. Früher bestand mein Kontakt zu Männern aus bestehenden und wachsenden Freundeskreisen. Hier lernte ich, dass neue Bekanntschaften oft auch anderes Interesse an mir mit sich brachten. Ich musste einen Teil meiner Naivität und Unbeschwertheit ablegen, wobei ich nicht das Gefühl bekam, an Sicherheit verloren zu haben, sondern eher an der Vielseitigkeit gewonnen zu haben. Die Vielseitigkeit der Stadt birgt Vor- und Nachteile. Es fiel mir anfangs schwer, mich zu regulieren und das Maß zu finden, weil ich vollkommen überladen war von all dem, was ich unternehmen und miterleben konnte, so wie wollte. Als sogenannte Quotenfrau in einzelnen Freundeskreisen wurde teilweise davon ausgegangen, dass ich die Freundin eines Mitglieds sein muss, um Bestand in der Freundesgruppe zu haben. Es wurden Besitzansprüche an mich gestellt und es entstanden Rivalitäten. Es war ein langer Prozess, bis ich als eigenständiges Mitglied der Gruppe akzeptiert wurde. Die Anonymität der Stadt gibt mir Freiheit und ich genieße es sehr, hier zu wohnen, aber ich weiß, dass ich langfristig aufs Land zurück will. Ich vermisse die Ruhe und das vertraute Gefühl innerhalb einer Dorfgemeinschaft. Hier habe ich Ruhe und Sicherheit gefunden. Wenn ich auf der Straße bin, beim Einkaufen, in der Straßenbahn, fühle ich mich sicher. Niemand stört mich. Ich muss nicht aufpassen. Niemand macht mich an. Niemand belästigt mich sexuell oder wirft mir unangenehme Blicke zu. Wenn ich in meinem Heimatland mit dem Taxi oder der Bahn gefahren bin, musste ich immer aufpassen. Das war viel Stress für mich. Das Gefühl der Unsicherheit verwandelte sich in Wut. Wut auf mich, dass ich es nicht verhindern konnte und Wut auf andere. Selbst wenn ich mich wehre, bleibt die Wut. Meine Weltanschauung hat sich geändert.
Meine Definition als Frau und als Mensch hat sich geändert. Ich habe meine Ruhe gefunden. Hier gibt es Rechte für Frauen. Wenn du als Frau ein Problem hast, gibt es die Möglichkeit, über das Problem zu reden und vielleicht eine Lösung zu finden. Jemand hört dir zu. Wir haben Tabus gebrochen. Wir haben uns gefunden. Wir haben die Chance, zusammenzuleben und unsere Interessen zu verfolgen. Unser Leben hat eine Bedeutung gefunden. Es hat eine Form gefunden. Die Zukunft ist klarer geworden. Wir können frei zusammenleben. Wir haben neue Freude gefunden. Wir können frei über unsere Gefühle, Ideale und unsere Zukunft reden. Ich habe dieses Gefühl, dass ich meine Familie verloren habe, dass ich sie nicht wiedersehen werde. Diese Angst ist immer bei mir. Leider habe ich mein Zuhause verloren. Ich habe kein Dach mehr über dem Kopf. Die Wörter Familie und Zuhause haben ihre Bedeutung verloren. Gewalt zwingt dich dazu, unabhängig zu werden, allein zu leben. Ich bin selbstständig geworden. Aber allein zu sein in dieser Gesellschaft macht mir Angst. Es beschäftigt mich. Ich bin ein Teil der LGBT-Familie und Community. In meiner Heimat ist das nicht akzeptiert. Hier habe ich mich gefunden. Ich bin verliebt. Ich spreche, ich denke, ich bin aktiv. Hier habe ich mich und meine Gefühle besser kennengelernt. Doch hier habe ich die Chance, diese Seite von mir zu leben. Doch in meinem neuen Leben bin ich frei. Das war Teil 1 des Ausstellungsvideos Ankommen im neuen Leben. Wir werden davon noch mehr sehen. Wenn ihr jetzt schon ganz interessiert seid an Kaga und den vielen Beratungsangeboten, vielleicht aber denkt, ihr habt gar keine Beratung nötig, dann bekommt ihr jetzt trotzdem einen Anlass, da mal vorbeizuschauen. Es wird nämlich diese Woche wieder ein Gewinnspiel geben. Zu gewinnen gibt es diese Woche Gutscheine für den tollen internationalen Mittagstisch bei Kaga, auch hier bei uns auf dem Faustgelände. Dazu müsst ihr nur die Frage beantworten: Was bedeutet Kaga? Schreibt uns die Antwort in den Chat bei Instagram oder per Mail unter fausttv@kulturzentrum-faust.de. Der Gewinner von letzter Woche wird jetzt natürlich auch aufgelöst. Gewonnen hat Don Dada Darius. Don Dada Darius, wir werden dich noch kontaktieren, damit du auch deinen Gewinn bekommst. Als nächsten Programmpunkt dürfen wir jetzt die junge Autorin Ilona Becirai bei uns begrüßen, die ein paar Texte aus ihrem Erstwerk vortragen wird. Vorher aber Katrin hier noch ein paar Antworten auf ein paar Fragen geben wird, die euch alle auch sicher interessieren. Viel Spaß damit. Ja, hallo Ilona. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist, um deinen ersten Lyrikband Und wir kamen jeden Sommer vorzustellen. Ich bin ein großer Fan davon geworden, muss ich sagen. genau, die Texte berühren sehr. Du gibst der zweiten Generation eine Stimme. Ja. Du studierst Politikwissenschaften in Hannover und warst so das letzte Jahr ziemlich viel auf Tour mit deinem Buch. Aber wie sahen denn die letzten Monate für dich aus? Wie kommst du mit der besonderen Situation zurecht? Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf, dass ich Teil davon sein darf und dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich sehr geehrt. Euch nachher? ja, das ist sehr schade, weil durch die Corona-Situation wurde das alles natürlich so ein bisschen eingekesselt. Als mein Buch rauskam, das war im November 2019, die meisten Buchungen für Lesungen waren dann so ab 2020, ab Sommer. Das heißt, sehr viele mussten abgesagt werden, die deutschlandweit stattgefunden hätten. Zum Glück gibt es aber im digitalen Zeitalter das Internet und Zoom, Facebook, Instagram. Ich habe einige Instagram-Lesungen gehabt, die waren auch sehr interessant. Es war mal was Neues, die Leute mussten nicht extra anreisen, es konnte wirklich jeder zuschauen. Und es hat auch kein Geld gekostet, was für viele ja natürlich auch ein guter Punkt ist, dass man das halt so ganz schnell erreichen kann.
Ja, das war natürlich ein bisschen schade, weil da fehlt ja diese Kommunikation, so diese zwischenmenschliche Beziehung mit dem Publikum, das auch da ist. Der ganze Vibe, die ganze Atmosphäre ist halt anders, wenn da Leute sitzen, ja. Vor allem Leute, die das Buch auch fühlen. Und es ist so ein bisschen safe place immer dann in so Lesungen, habe ich gemerkt, die ich hatte. Ja. Ja, und das fällt natürlich weg, aber Gott sei Dank war es halt möglich, dann online was zu starten. Ja. Ja, das hat das nochmal alles gerettet. Ja, du bist ja in Niedersachsen groß geworden, deine Eltern stammen aus dem Kosovo und in deinen Texten erzählst du unter anderem auch von der Zerrissenheit zwischen dem Hier und Dort. Was braucht es für dich denn, um dich an einem Ort angekommen zu fühlen? Ich würde sagen, also generell habe ich für mich gemerkt, dass Zuhause nicht nur ein Ort sein muss, sondern auch Personen sein können. Deshalb geht es in meinem Buch nicht immer nur um Heimat, sondern mich fragen immer viele, was machen Liebesgedichte dazwischen und so Gedichte, die nichts mit so einem Ort spezifisch zu tun haben. Da sage ich immer, es geht um Longing and Belonging. Also Belonging, Zugehörigkeit nicht nur zu einem Ort, sondern auch zu bestimmten Menschen, zu bestimmten Familienmitgliedern. Und deshalb habe ich aus Deutschland auch ein Zuhause gemacht, obwohl ich jahrelang erstmal gesagt habe, ja, meine Heimat ist im Kosovo. Ist es natürlich immer noch, ich fühle mich sehr zugehörig, aber auch Deutschland ist mein Zuhause geworden. Vor allem würde ich sagen, dass ich mich angekommen fühle, wenn ich merke, dass diese Unterschiede, die ich habe, die andere nicht haben, eher im Positiven angenommen werden, als Bereicherung gesehen werden, als dass sie ein Problem darstellen. Und dann merkt man, dass das gut ist, so wie man ist. Und dann merkt man so, dass man noch hier sein kann und hier glücklich sein kann. Mhm. Weil man eine Bereicherung für das Land ist auch. Ja, ja. Ich würde sagen, das ist schön. ja, wie schon gesagt, der Titel deines Buches ist ja Und wir kamen jeden Sommer. Du hast, glaube ich, so gut wie jeden Sommer, hast du gesagt, im Kosovo verbracht. Das war immer ein sehr wichtiger Teil auch oder du hast da schon drauf hingefiebert, immer jedes Jahr, hast du erzählt. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Wirst du in den Kosovo reisen? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich habe tatsächlich in meinen 23 Jahren nicht ein Jahr ohne meine Heimat verbracht. Also, ja, und dann auch immer so 7 Wochen am Stück. Das ist immer so, ich glaube, jeder Albaner versteht das. Viele türkischstämmige Freunde von mir auch. Dann weißt du ja gar nicht, wie der Sommer hier ist. Oder nee, wie? Tatsächlich. Und ich muss auch sagen, irgendwie freue ich mich auch, dass ich den Sommer eventuell hier verbringe. Weil, wie es aussieht, werde ich nicht fahren. Alleine aus, ja, die Corona-Situation macht es fast unmöglich. Die Grenzen sind zwar auf, man kann hinfahren, aber ich überlege mir das halt gut, weil ich mir denke, will ich das dem Land antun, wenn ich das mitschleppe? Und ich habe halt das Privileg, dass ich von einem super Gesundheitssystem profitiere, die Leute, die dort leben, nicht. Mhm. Und ich frage mich halt, ob ich das mit meinem Gewissen vereinbaren kann, dass ich so für ja, mein eigenes Wohl dorthin fahre und da vielleicht was auslöse, weil im Sommer fahren immer alle Albaner aus ganz Deutschland, aus der Schweiz, also aus der kompletten Diaspora dorthin. Das sind ja, fast 1 Million, würde ich sagen. Wow. Also es leben halt mehr Albaner im Ausland als in den albanischen Grenzen selber. Ja. Ja. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und ja, ich glaube, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig für alle. Ja. Aber es ist halt auch traurig, weil für uns ist es kein Urlaub, so wie Leute, die nach Mallorca fliegen. Mhm. Für uns ist es halt wirklich 6 Wochen im Jahr einfach ein bisschen auch dort zu Hause sein und das Land nicht zu verpassen. Ja. Und das fällt wahrscheinlich dann weg diesen Sommer, so für viele jedenfalls. Nicht das Gleiche. Ja. Interessant. Ja, ist auf jeden Fall nicht einfach. Mhm. Also, weil ich verpasse ja so schon ganz viel von dem Land, weil ich ja eigentlich immer nur hier bin, 300, ja, 300 Tage im Jahr ungefähr. Entschuldigung. Und jetzt verpasse ich halt noch diesen Sommer und es gibt Leute, die man liebt dort, die man nächstes Jahr vielleicht nicht mehr wieder trifft. Darum geht es auch in meinem Buch, dass man es oft nicht schafft, die Leute wiederzusehen, weil sie halt sterben und man den Flieger nicht erreicht, man kein Geld hat. Ja, und das ist halt so dieses Struggle of being an immigrant, torn between two countries und zu versuchen, überall dabei zu sein, aber das geht nicht. Ja, ja. Das stelle ich mir schwierig vor, diese Zerrissenheit. Mhm. Ja, du hast gerade schon ein paar Zeilen zitiert fast aus einem Gedicht. Wir werden jetzt gleich auch ein paar Texte von dir hören, da freue ich mich schon sehr drauf, auf Deutsch und auf Englisch. Auf jeden Fall, vielleicht auch auf Albanisch. Mal schauen. bevor Ilona gleich liest, schauen wir uns jetzt nochmal den zweiten Teil des Films von Ankommen im neuen Leben an.
Neben meinem Beruf als Architektin hatte ich auch immer eine Leidenschaft für humanitäre Arbeit, also Menschen in Not helfen. Vor allem das Erleben des Krieges hat mich dazu gebracht, im humanitären Bereich tätig werden zu wollen. Und ich habe als Projektkoordinatorin an einer NGO gearbeitet, in Gaza-Stadt. Was ich verloren habe, ich denke, die schönste Zeit. Die Bewegungsfreiheit zum Beispiel zum Reisen habe ich gewonnen. Ich konnte nicht nach Jerusalem gehen, wenn ich von meiner Arbeit nach Hause musste, weil die Grenzen geschlossen sind. Das ist schwierig. Ich habe die Freiheit verloren, meine Meinung sagen zu dürfen. In Deutschland habe ich die Meinungsfreiheit, die Bewegungsfreiheit, die schöne Natur und die frische Luft im Gegensatz zu meinem Heimatland gewonnen. Ich denke, es ist nicht einfach für mich. Das ist eine neue Gesellschaft und ja, in jedem Land gibt es Herausforderungen, aber ich kann sie meistern. Mein Traumjob hier wäre es, in einer internationalen Organisation zu arbeiten und Projekte für mein Heimatland durchzuführen. Gaza-Stadt ist in meinem Herzen. Für mich ist es in meinem Heimatland einfacher, weil ich alles dort kenne. Jeden Platz, jedes Haus, die Traditionen. Die Sprache ist nicht einfach und die Gesellschaft ist eine ganz andere. Ich bin am Anfang der Leiter hier in Deutschland, aber in meinem Heimatland bin ich am Ende der Leiter. Ich hatte alles in meinem Heimatland. Freunde, Familie. Das ist sehr, sehr wichtig für das Wohl eines Menschen, dass nahestehende Personen bei dir sind. Ich vermisse auch meine Kolleginnen und Kollegen sowie meine Arbeit. Es ist schwierig, alles zurückzulassen und neu zu beginnen. Es ist immer schwierig, dein Heimatland zu verlassen, egal in welches Land du gehst. Und manchmal frage ich mich, oh Gott, was mache ich hier? Aber vielleicht ist es besser für mich und meine Familie, wer weiß. Das Schönste von zu Hause ist der Weg nach Hause. Mahmoud Darwish. Ich war Ende 14, als wir nach Deutschland gekommen sind. Für mich waren meine Freundinnen sehr wichtig. Ich habe mein Zuhause verloren, mein eigenes Zimmer, meine Privatsphäre. Hier musste ich das Zimmer in einer Gemeinschaftsunterkunft teilen. Im Gegenzug habe ich meine Heimat gewonnen. Ich fühle mich wohl und zu Hause, gerade hier in Hannover. Ich finde es schön, dass ich in den letzten paar Jahren viele verschiedene Menschen kennenlernen durfte, aus verschiedenen Kulturen und Religionen. Ich habe ganz viel Erfahrung gewonnen, Freunde, tolle Arbeitskolleginnen kennenlernen dürfen. Ich habe ein neues, gutes Leben gewonnen. Manchmal ist es zu Hause schwer, weil ich mich mittlerweile mehr deutsch fühle als arabisch. Natürlich habe ich auch meine arabische Seite. Vielleicht lebe ich anders, als meine Eltern es gerne hätten. Ich versuche, das Beste von meiner arabischen und deutschen Seite rauszuholen und ein guter Mensch zu sein. Ich bin ein offenerer Mensch geworden. Auch wenn man manchmal zweifelt, weiß ich, dass ich alles machen und schaffen kann und denke mir oft, die Möglichkeiten zu haben. Ich bin froh und dankbar und habe ganz viel vor. Hallo, es ist mir eine Freude, dass ich heute für euch lesen darf. Ich bin die Autorin Ilona Beciray von Und wir kamen jeden Sommer. In meinem Buch, was ihr hier sehen könnt und bei resonar.de, bei dem Verlag Resonar, erwerben könnt, geht es vor allem um diesen Struggle of being an immigrant, also dieses zwischen zwei Kulturen leben, zwischen zwei Welten aufwachsen und mittendrin sich selber finden. Genau, und ich werde heute in zwei Blöcken lesen. Meinen ersten Block habe ich eingeteilt in Kriegserfahrung. Weil die meisten Leute flüchten ja aufgrund von Kriegserfahrung, aufgrund von Kriegen, die weltweit stattfinden. Und deshalb fand ich es wichtig, mit dem Thema anzufangen. Genau. Mein erstes Gedicht heißt Exil 1. Und da geht es um den Kosovo-Krieg, der 1999 stattgefunden hat.
bei dem mehr als 800.000 Menschen geflüchtet sind, fast 1 Million Leute und heute noch in Deutschland leben, ganz viele davon. Genau, ich würde mal anfangen. Exil 1. Exil 1. Sie haben uns die Häuser genommen und daraus Ruinen gemacht. Sie haben uns der Kinder beraubt und verlorene Waisen gebracht. Sie haben uns die Mädchen entrissen. Zurück kamen gebrochene Frauen. Rot war ihre Tracht. Unsere Männer enthaupte, Tiere geschlachtet, Wiesen verbrannt. Die Gräber unserer Vorfahren, sie standen in Flammen. Man hat uns unsere Heimat verbannt. Genau, das war Exil 1. Da geht es, wie gesagt, ganz viel um die Kriegserfahrung, die Kosovo-Albaner machen mussten. Hier ging es aber auch um die sexuelle Gewalt als Kriegsmittel, das in Kosovo und im Bosnienkrieg auch angewendet worden ist. Mehr als 20.000 Frauen wurden im Kosovo-Krieg vergewaltigt. Die meisten Täter sind heute noch frei. Deshalb ist es mir wichtig, das Buch zu nutzen, um solche Sachen zu thematisieren, damit sie nicht in Vergessenheit geraten und mehr Aufmerksamkeit erlangen. Das zweite Gedicht heißt Namen. Ist auch ein deutsches Gedicht. Und hier geht es vor allem darum, dass 1989 in Kosovo die Autonomie aufgehoben worden ist von Milosevic. Daraufhin folgte dann der grausame Krieg. Albanisch wurde als Amtssprache verboten. Die Leute wurden in Massen inhaftiert und in Massen entlassen. Es gab keine albanischen Professoren und Lehrer mehr und Ärzte. Ja, und dann haben die Leute angefangen, wirklich wortwörtlich in den Kellern von Häusern weiterzulernen, heimlich. Und darum geht's in meinem Buch und in meinem Gedicht. Namen. Ich liebe meinen Namen, weil er klingt wie das Heimatland meiner Eltern. Wie der Boden, umarmt von den Bergen, in denen meine Großväter kämpften. Wie das Essen aus den Händen unserer Frauen, die aus nichts alles machten. Wie die Sprache, die verboten war und heimlich gelehrt wurde, versteckt in den Kellern der Häuser. Ich liebe meinen Namen, weil er sich anhört, wie das Zuhause, das sie uns nie nehmen konnten. Eine Ode an alle Namen, die schwer auszusprechen sind, auch weil es auch eine Zeit gibt, glaube ich, bei ganz vielen Migrantenkindern, in der man sich für seinen Namen schämt und sich wünscht, man hätte einen einfacheren Namen. Aber das Gedicht widme ich halt allen Leuten, die einen Namen haben, der schwer auszusprechen ist. Genau. Ja, und dann komme ich auch für diesen Block zum letzten Gedicht. Das heißt The Unfound. Hier geht es um die 1647 immer noch vermissten Menschen im Kosovo, deren Schicksal nicht gewiss ist. Und hier geht es darum, dass man immer noch darauf wartet, zu klären, was mit diesen Leuten passiert ist. The Unfound. Here we are still waiting for your return. At night, our mothers still leave the front door open, just in case your feet will find their way back home. Our fathers still leave a light on, knowing your eyes will never witness light again. Did you hear about your sisters? Still setting the table for five, even though they know two of you will never arrive. Autumn already knocked on the door. It's only you we're waiting for. The ivar has been preserved, the peppers have been pickled, and our grandmothers even made you socks out of wool. But you are not coming. The plates remain full. Ja, das war das Gedicht The Unfound. Ich würde jetzt noch ein allerletztes Gedicht vortragen, was ich fast vergessen hätte. Und zwar heißt das Kolomoce. Kolomoce ist ein albanisches Gedicht, was ich meiner Großmutter widme, die leider verstorben ist vor 2 Jahren. Und da geht es um Maiskolben, gebratene Maiskolben, die in unserer Heimat im Sommer in Massen an jeder Ecke gebraten werden. Kolomoce. Nesse neer makuiton, fütüren tönde moinan, aterost era e kolomoce t'piekur.
Nu kaloi as eveni dit ver, as niher ju as niher, që ty nuk irdha me të po, se ndur fshihareze kisha diqka. Dhe ti, prej balkonit tënd, me shie plot gaz dhe lumë të ri, se unë me kolomësht të pështilur nduar, via gjithmon të këte. Prandaj, kur me pysin, si e shuaj unë malin për ty, i them që në korës të pejës ri, aty ku kolomoqi piqet mbi prush, e zemra ime digjet si dushk. Se her që ftyra jote më vjen në mendje, ikin pej, me të kërku me të përqafu, kolomoqi në pështilur me të pru. Wer das Gedicht auf Deutsch lesen möchte, kann sich mein Buch holen. Da habe ich nämlich die deutsche Übersetzung drin. Und ja, das war's von meiner Seite erstmal und gleich geht's weiter. Danke, Ilona, dass du hier mit deinem tollen Buch und deinem wunderschönen Namen heute hergekommen bist, um uns daraus vorzulesen. Wir werden gleich noch mehr von ihr sehen. Vorher schauen wir uns aber noch den letzten Part des Ausstellungsvideos an. Verloren habe ich damals alles. Meine Kinder waren einige Zeit verschwunden und dass mein Ehemann am Leben war, erfuhr ich erst 20 Jahre nach meiner Flucht. Ich bin Grundschullehrerin für Mathematik und wir hatten damals ein gutes Leben in Mogadischu. Was ich gewonnen habe? Nichts. Manchmal denke ich über eine mögliche Rückkehr nach Somalia nach, aber es müsste friedlicher dort sein. Ich bin damals nach Deutschland gekommen. Meine Gedanken waren immer bei meinen verschwundenen Kindern und der verlorenen Familie. Ich wusste eine sehr lange Zeit nicht, ob sie tot oder lebendig sind. 2.3.1995. Dies war die schwerste Nacht in meinem Leben. Die Geburt meiner Zwillingstöchter unter einem Baum. Das eine Kind geboren, das andere noch in mir. Und dann kam die Bombe. Ich hatte zwei Leben, ein gutes vor 1991 und ein schlechtes nach Beginn des somalischen Bürgerkrieges. Ich habe durch den Bürgerkrieg vieles verloren. Ich musste mehr Wasser trinken. Angekommen in Deutschland bedeutet für mich Zufriedenheit, eine Zukunft für meine Kinder. Mein Wunsch damals war, dass meine Töchter nicht beschnitten werden. Ich bin im Iran geboren, habe eine gute Bildung genossen, habe Interesse an Kunst, an alternativen politischen Bewegungen. Ich hatte so viele Freunde und Kontakte. In dieser Atmosphäre brauchte ich mich nicht zu erklären. Ich hatte meinen Platz in dieser Gemeinschaft. Als ich nach Deutschland kam, hatte ich meinen Platz verloren. Meine Geschichte, meine Erfahrung hatten keine Farbe mehr. Ich musste von nichts anfangen. Ich war noch nicht im neuen Leben angekommen. Zuerst war ich gezwungen, im Flüchtlingsheim zu leben. Ich hatte in der Zeit das Gefühl, das Leben nicht mehr weitermachen zu können. Ich habe mich dort gedemütigt gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich konnte nichts. Langsam habe ich mich gefunden. Ich habe Kaga kennengelernt und bin dadurch mit vielen anderen Frauen in Kontakt gekommen. Wir haben das Hamayesh ins Leben gerufen. Und daraus entstand die Zeitschrift Gahnameh. Mit anderen Frauen haben wir dann die internationale Frauengruppe La Rosa gegründet. In diesem neuen Leben habe ich Freiheit. Keine Verfolgung, keine Unterdrückung. Aber ich fühle den Rassismus hier. Mein Verständnis über Rassismus, Feminismus, Internationalismus haben sich erweitert. Meine Welt hat sich erweitert. Meine Aktivität hat sich entwickelt. Okay, hi! Herzlich willkommen zurück zum zweiten Block. In dem zweiten Block der Gedichte, die ich gleich lese, geht es vor allem ums Ankommen. Das ist ja auch das Motto von heute, angekommen.
Ja, in meinem Buch merkt man, dass ich mich sehr doll damit beschäftige, ob ich wirklich angekommen bin, weil ich finde, dass viele unserer Eltern uns so großziehen in unserer Gesellschaft, von albanischen Migranten jedenfalls, dass wir halt irgendwann wieder zurückkehren. Also dass wir nur über eine bestimmte Zeit hier sein werden und dass wir halt irgendwann wieder in die Heimat zurückkehren. Und ja, das ist ein Thema, was ich behandle in meinem Buch drinne. Und ich würde auch direkt anfangen mit dem ersten Gedicht, das heißt Gastarbeiter und ist meinem Papa gewidmet. Der ist nämlich schon seit 50 Jahren in Deutschland und ja, das ist natürlich eine sehr beachtliche Zeit. Gastarbeiter. Wir kamen her, um für dieses Land zu arbeiten. Keiner hätte gedacht, dass wir wirklich so lange bleiben. Doch aus 3 Jahren wurden 10. Und dann wurden es 20. Und dann hörst du auf zu zählen. Die Jahre, sie vergehen. So erzählt es mir mein Vater. Und ich fragte ihn, wieso er geblieben ist. Eine Antwort darauf gab er mir nicht. Er meinte nur, mein Kind, Kudo chetechon jeta, wo immer dich das Leben hinbringt, vergiss nicht, wo du herkommst und wer du bist. Ja, hier kann man natürlich rauslesen, dass auch mein Papa einer der Gastarbeiter war, der eigentlich nicht geplant hatte, hier zu bleiben. Und wie das Leben so spielt, kam das eine auf das andere und ja, auf einmal wurden es 50 Jahre tatsächlich. Ja, manchmal geht die Zeit schneller, als man denkt und manchmal halten einen dann Sachen in Deutschland, von denen man erstmal nicht glaubt, dass sie einen halten, weil ja, mein Papa halt manchmal deutscher ist, als er vielleicht denkt, er sei es. Und wenn man so lange in einem Land lebt, wird man halt Teil dieses Landes. Und ja, das merken wir vor allem, wenn wir dann unten sind, dass wir doch deutscher sind, als wir denken. Das nächste Gedicht heißt Spresa. Spresa ist das albanische Wort für Hoffnung. Und darum geht es nämlich, die Hoffnung auf Rückkehr. Spresa. Vielleicht sind unsere Häuser dort unten größer als hier, weil die Hoffnung unserer Eltern auf die Rückkehr immer stärker war als der Wunsch zu bleiben. Ein relativ kurzes Gedicht, was sehr viel aussagt, weil viele albanische Migranten in Deutschland in der Heimat ein Haus haben und hier meistens noch in kleineren Wohnungen leben und sich nicht wirklich investieren hier, weil sie halt immer mit dem Kopf spielen, irgendwann wieder zurückzukehren und dann dort ein Haus zu haben, wo sie alt werden können. Deshalb haben die meisten von uns unten ein Haus und hier nicht. Genau. Ein noch wichtiges Thema, was sich rauskristallisiert hat in meinem Buch, während ich es verfasst habe, sind diese Schuldgefühle, die man als Migrantenkind seinen Eltern gegenüber auch oft hat, weil man immer wieder zu hören bekommt, dass die Eltern halt für einen das Land verlassen haben, die Heimat verlassen haben, alles zurückgelassen haben. Und das ist meistens gar nicht so böse gemeint, aber das ist natürlich verbunden mit einer großen Last, die man dann im Leben mit sich tragen muss, weil man natürlich dann auch das Gefühl hat, man muss sehr viel schaffen, wenn man schon in Deutschland ist. Und wenn die Eltern so viel sacrificed haben, also so viel zurückgelassen haben für einen, dass man denen das so schuldig ist. Und ist auch oft verbunden mit so Schamgefühlen, vor allem gegenüber der Mama oder dem Papa, wenn die beim Elternabend eben nicht perfektes Deutsch reden und man dann denkt, dass man sich dafür schämen muss als kleines Kind. Und ja, solche Sachen behandle ich in meinem Buch. Deswegen fange ich an mit dem Gedicht Mutter 1. Unvollkommene, gebrochene Sätze und ein Akzent so stark wie ihr Heimweh. Ein relativ kurzes Gedicht, aber Mutter 3, das ist das nächste Gedicht, passt auch sehr gut dazu, deswegen lese ich direkt weiter. Mutter 3. Verzeih mir all die Tage, an denen ich mich für deinen Akzent schämte. Ich ahnte nicht, es war das Einzige, das dir von deiner Heimat geblieben ist. Genau, das ist die Thematik, die ich soeben angesprochen habe. Eben dieses sich schämen, diese Schuldgefühle haben. Und ja, dieses zwischen beiden Ländern einfach so
verstreut zu sein und nicht zu wissen, zu welchem man gehören möchte, ist halt auch ein sehr wichtiges Thema in dem Buch. Und deshalb würde ich gerne beim nächsten Gedicht anknüpfen. Das heißt Dear Baba. Und das ist das Gedicht, worum es, also das Gedicht behandelt halt diese Thematik, dass ich vielleicht doch hier angekommen bin. Und im ganzen Buch suche ich und am Ende finde ich vielleicht doch meine Antwort. Ich lese das erstmal vor. Dear Baba. Dear Baba, lately I feel very lost. The foreign language occupies my thoughts. I can feel it spreading over meadows and creek, gently pushing back the words until they're out of my reach. I am starting to forget them, Baba, the words of our motherland. This is not what you had planned, is it? Not what you had in mind? When you took the road and came to this place, found a new culture you could not embrace, I remember how you always said, one day we will head back, we will go home where we belong, to the country we come from. But Baba, I myself belong nowhere, so please forgive me for raising my voice, but can't you see I had no other choice than to make this place my own, this foreign place that I call home. Ja, hier geht's darum, aus Deutschland ein Zuhause zu machen, aus dem für meinen Vater fremdes Land, was für mich gar nicht mal so fremd ist, weil ich ja hier aufgewachsen bin, groß geworden bin und alles erlebt habe. Genau, und vielleicht auch einfach die Akzeptanz, dass ich einfach zwei Heimaten haben kann und mich vielleicht gar nicht entscheiden muss und wir Migrantenkinder uns generell nicht entscheiden müssen, weil wer hat gesagt, dass wir das tun sollten? Und ja, vielleicht hilft dem einen oder anderen das Buch einfach, seine Gefühle einzuordnen, seine Erfahrungen und ja, zu akzeptieren, dass man sich nicht entscheiden muss, sondern einfach Teil von beiden sein kann und da man selber das Produkt von zwei Ländern ist. Ja, ich könnte jetzt noch eins lesen. Ich glaube, ich schließe das ab mit einem letzten Gedicht. Und das heißt Jeden Sommer, weil wir nämlich gerade im Interview schon über den Sommer geredet haben. Und hier geht es um meine Oma, die leider nicht mehr bei uns ist. Jeden Sommer. Am Ende eines jeden Sommers, wenn wir uns von allen verabschiedeten und die lange Rückreise auf uns nahmen, stand sie da. Stand sie da auf ihrem Balkon und wartete. Wartete und winkte, bis unser Auto am Horizont verschwand und sie wusste, dass wir fort waren. Dann saß sie dort auf ihrem Balkon und zählte die Tage bis zum nächsten Sommer. Und wir kamen jeden Sommer. Und dann stand sie da auf ihrem Balkon und wartete. Wer wird jetzt auf uns warten, Nana? Genau, das war's von meiner Seite. Ich danke vielmals, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass es schön für euch war. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal live bei der Lesung, wenn das alles vorbei ist mit dem Corona-Schwug. Liebe Grüße. Das war Elona Becerai mit einer Mini-Lesung aus ihrem Buch Und wir kamen jeden Sommer. Man kann es erwerben im Resonar Verlag und sollte es auch tun, denn es ist unser Buchtipp heute. Erwerbt es. Danke Elona an dich. Wir wollen dich auf jeden Fall hier nochmal in live sehen. Ja. So, Katrin, es ist wieder an der Zeit, einen Spendenaufruf zu machen. Magst du uns nochmal erklären, wofür heute gespendet werden soll? Genau, wir möchten euch heute dazu aufrufen, für die Menschen im Lager Moria auf Lesbos zu spenden. Und zwar an das Projekt Women in Solidarity House, die eine Initiative gestartet haben von einem feministisch-antirassistischen Frauenkollektiv, was aktiv ist auf Lesbos und Spenden sammelt für die Anschaffung von Medikamenten, Hygieneprodukten, Nahrungsmitteln. Den Menschen dort geht es jetzt unter der Isolation noch schlechter als vorher. Und die Sicherheitsmaßnahmen sind dort natürlich überhaupt nicht einhaltbar. Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen und so weiter. Ärztliche Versorgung ist alles nicht gegeben in der Enge dort.
Ja, deshalb rufen wir euch dazu auf, spendet heute bitte an das Projekt Solidaritätsbox in der Schwesternschaft. Ja, so Katrin, das war ja jetzt schon mal ganz, ganz viel Information und viel Programm, was wir heute hatten. Ich bin jetzt auch selber ein bisschen nachdenklich gestimmt und muss das erstmal alles sacken lassen. Das ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür. Es ist an der Zeit, sich sein Erfrischungsgetränk zu öffnen und sich vorzubereiten, ein wenig Live-Musik zu hören hier bei uns im Studio. Wir haben für euch heute hier bei uns das Duo Einklang. Sie spielen akustische internationale Popmusik und ihr seht sie jetzt. Viel Spaß damit. Dankeschön. Herzlich willkommen auch an euch alle da draußen. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir sind Duo Einklang und haben eine kleine Reise durch die verschiedenen Musikkulturen oder Sprachkulturen der Welt. Wir werden natürlich nicht alle in einer halben Stunde schaffen, aber so hier und da biegen wir ab. Und jetzt was Arabisches. شبابية عيونها على
Vielen Dank. Dankeschön. Ach, schön, auch wenn ein paar Leute hier vor Ort sind, das ist, fühlt sich sehr, sehr schön an. Anna und ich haben ein Faible für Sprachen und wenn wir sie hier vortragen, dann beschäftigen wir uns meistens auch natürlich mit dem Inhalt der Songs und werden oft gefragt, sprecht ihr wirklich all diese Sprachen? Ich würde sehr gerne sagen, ja. Nein, tun wir nicht. Wir singen sie nur. Aber es ist immer eine Möglichkeit, in etwas anderem einzutauchen, was man, womit man nicht aufgewachsen ist, was sich dann aber, nachdem man diese Lieder gesungen hat, nicht mehr fremd anfühlt, selbst wenn man die Sprache nicht versteht. Und so komme ich jetzt nach Spanien oder in den spanischsprachigen Raum vielmehr mit Oi. Pecho, todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de vivir. Tengo una mañana frustrante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Dankeschön. Ja. Also heute ist es wärmer auf der Bühne als draußen. Und das passt auch zum nächsten Lied.
Denn eigentlich ist das die Stelle, wo du immer was sagst. Wo ich was sage. Willst du was sagen? Vielleicht ist es einfach nochmal schön zu sagen, auch wenn man eine Sprache nicht wirklich beherrscht, merkt man trotzdem über die Lieder, was erzählt wird und welche Emotionen als Brücke übergeben werden. Und deshalb singen wir jetzt etwas aus Georgien, was ich sehr liebe. Dank. Wir kommen zum letzten Song. Danke fürs Zuhören. Zum letzten Song stimmt so nicht ganz. Es sind viele verschiedene letzte Songs. Und es ist auf jeden Fall ein Lieblingsmedley von Anna und mir. Könnt ja ihr, die hier seid, gerne mitzählen, wie viele es sind. Und mitsingen, so aus der Ferne. Hinter den Mundschutzmasken. Children hurt, you hear them cry. You practice what you preach to your teeth.
school party. If I was a boy, I think I could understand. Hello. Doesn't that sound familiar? Doesn't that hit too close to home? Doesn't that make you shiver the way that things have gone? Doesn't that seem peculiar? 'Cause everyone wants a little more. Something I do remember to never go this far. That's all it takes to be a star. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir waren Einklang. Einklang. Einen schönen Abend Tina, noch. Team. Anna. Ciao, danke schön. Tschüss. Das war das Duo Einklang hier von unserer Bühne in der 60er Jahre Halle für euch, Katrin. Der Abend neigt sich jetzt schon dem Ende zu. Ich bedanke mich schon mal bei dir für die tolle Sendung. Und hast du auch noch ein paar letzte Worte hier zu sprechen? Ja. Natürlich. Erstmal möchte ich dir und dem ganzen Faust-Team ganz dolle Danke sagen für die tolle Zusammenarbeit und dass wir dieses Programm hier präsentieren durften. Danke. Und dann möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei den vielen Ehrenamtlichen, die die Arbeit bei Kaga möglich machen und natürlich auch den Kolleginnen und Kollegen von Kaga und den Unterstützerinnen und Unterstützern, insbesondere dem Fachbereich Kultur der Stadt Hannover, die diese Veranstaltung hier ermöglicht hat. Ja, und dann möchte ich nochmal auf die Verlosung hinweisen, die immer noch läuft. Genau, wenn ihr Gutscheine erwerben wollt für das Kaga-Café, für einen leckeren Mittagstisch aus der persischen oder internationalen Küche, dann schreibt uns die Antwort auf die Frage, was bedeutet Kaga, in den Chat oder an livestream@kulturzentrum-faust.de oder per Instagram in den Faust-Channel. Ja, wir kommen jetzt schon zu unserem allerletzten Programmpunkt hier. Wir freuen uns jetzt gemeinsam mit euch auf DJ Archicero, der jetzt mit ein paar lateinamerikanischen Rhythms einheizen wird. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Tschüss. If I come to one who saw them.
llama, chao con la tumba ahora, Elena. José Cascabeles. Thank you.
Oh,
denke, dann Hunde mir. Was du do salve, viene, viene, mamas, mama, mama. Was du do salve, viene, viene, mamas, mama, mama. Was du do salve, viene, viene, mamas, mama, mama. Was du do salve, viene, viene, mamas, mama, mama. Was du do salve, viene, viene, mamas, mama, mama. Was du do salve, viene, viene, mamas, mama, mama. Was du do salve, viene, viene, mamas. Mamma, basuto salve, viene qui, mamma, mamma mi, 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 basuto salve, viene qui, mini bagnome. Exclusive from a dress in the house. Yeah.
papaya. Vamos a bailar. Hacer eco. Oyó la fiesta. Vamos a bailar. La fiesta llegó. Vamos a bailar. Aguacara tu Winnie, aguacara y el Uwe. Aguacara tu Winnie hueco. Y le nazopo. Y le nazopo. En lengua, aso que le meñe. En lengua, a la guana y la monte. En lengua, aso que le meñe. En lengua, a la guana y la monte. I want.
Da criança, fiel, generosa, impetuosa. Mesmo com todo o poder da criança, se não for a mãe a conceber liberdade, a instruir o limite que o poder permite, o poder sobre o poder, a mãe e o filho. Generoso.
alam sah alaja bide gadi kulen daja asal jan kun sawa Thank you.
Bienvenidos a la música, al Sound System. Me encuentro aquí con Ajicero y Miss Jamón. Y la cuenta es regresiva. ¡Oye! Sinvergüenza, descarada, hipócrita. ¡Macumba! Macumba, macumba.